Hallo zum Tageshoroskop vom 11.05.2023. Wir schauen hier, wie die Sterne an diesem Tag stehen. Und da haben wir folgendes Bild. Und zwar haben wir die Sonne weiterhin immer noch hier eng beieinander mit Uranus stehen. Löst sich jetzt so langsam vom Uranus. Aber das ist halt hier immer noch eine Thematik, die diese Zeit hier prägt. Und für mich das ja, oder eines der bedeutendsten Ereignisse dieser Tage jetzt mit diesem Zusammentreffen von Sonne und Uranus war eigentlich hier gerade auf Deutschland ausgerichtet, die Affäre hier im Wirtschaftsministerium um Robert Habeck, also die Trauzeugenaffäre hier, beziehungsweise die gesamte Vetternwirtschaft hier. Und das ist natürlich hier unter anderem also dargestellt durch die Sonne, die die Führungskräfte beschreibt, also in diesem Fall dann zum Beispiel den Wirtschaftsminister Habeck. Und Uranus beschreibt die Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit von Führungskräften wird ja quasi dann hier beleuchtet. Und das Ganze im Zeichen der Werte im Stier. Und dementsprechend ist das dann halt auch so Thema dieser Tage gewesen. Und ja, beschreibt dann hier so eine mögliche Variante, wie sich das hier zeigen kann, beziehungsweise hier, wie es sich dann in dem Moment dann halt hier geäußert hat. Und das Ganze ging einher mit dem Merkur, der ja rückläufig ist, im Zeichen Stier auch, also quasi auch die Gedanken, die Diskussionen hier betreffen Werte. Und mit der Rückläufigkeit wird also quasi zurückgeblickt. Man urteilt über vergangene Themen und der Merkur ist hier günstig verbunden mit Saturn und diese günstige Verbindung mit Saturn hier, die bringt dann unter anderem ja die Möglichkeit, sich quasi einigermaßen günstig aus der Affäre zu ziehen. Also es gab ja hier jetzt ein Komitee, also ein Verhör quasi, was aber schon minimiert wurde von der Zeit. Also es sollte ursprünglich 2 Stunden gehen, wurde dann auf 1 Stunde gekürzt. Es gab keine getrennte Befragung, sondern die wurden zu zweit befragt. Also die gesamte Geschichte ist ja dann auch so geendet bisher. Also das ist der aktuelle Status, dass der Habeck an seinem Staatssekretär festhält, dem Greichen. Und das Ganze hier passt dann also dazu, dass man dann quasi einfach so weiterhin ja fortfährt, weil Merkur in Verbindung mit Saturn beschreibt also Strukturen, also die Gelegenheit, Strukturen beizubehalten. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, eine Struktur zu verändern, weil Merkur rückläufig ist, aber durch diese harmonische Verbindung von Merkur zu Saturn hat man hier die Prüfung, Saturn beschreibt ja aktuell die Prüfung oder immer die Prüfung, also als Möglichkeit und bringt dann hier ja dann die Chance für eine sanfte Prüfung sozusagen. Und diese Tendenz oder diese Kombination von beiden Planeten, die bleibt auch länger erhalten, dadurch, dass Merkur jetzt in einigen Tagen wieder direktläufig wird, und zwar am 15. Mai. Und dann ein paar Tage später, und zwar ist das der 19. Mai, wieder diese Verbindung haben. Also das heißt, die bleiben quasi permanent von jetzt bis zum 19. Mai und darüber hinaus noch einige Tage in dieser Verbindung. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, wirklich viele Dinge nochmal neu zu besprechen, aber halt auch eine günstige Lösung zu finden. Es kann sein, dass du individuell jetzt hier Post oder ja, E-Mail-Verkehr oder Kommunikation mit Ämtern hast und es da zu Lösungen kommt. Entschuldigung, es kann sein, dass hier ja Themen nochmal sehr stark strukturiert werden. Planungen könnte man nochmal durcharbeiten und dann vielleicht in einigen Tagen, wenn der Merkur direktläufig ist, wieder angehen. Es kann sein, dass man hier ja insgesamt auch über Themen, die zum Beispiel Verantwortung insgesamt betreffen, oder auch Verantwortung von Pharmazie, Verantwortung in den Medien, dass man darüber spricht auch. Dass man hier die Grenzthema
Thematik auch nochmal bespricht. Oh, ich habe hier leicht einen Frosch im Hals, aber das ist hier auch die Einschränkung in der Sprache halt, ne? Merkur, Saturn. Aber es ist halt auch so, dass das hier zum Beispiel diesen Flüchtlingsgipfel beschreibt. Und der Flüchtlingsgipfel, der jetzt gerade stattfindet, in diesen Tagen, der ist also hier quasi auch die Thematik. Und diese Ergebnisse oder vielleicht auch eine Ergebnisoffenheit, also das könnte sein, dass das dann mehrere Tage später dann wieder nochmal eine Thematik darstellt. Oder man etwas quasi anreißt thematisch und das dann, wie gesagt, dann fortgeführt wird. Durch diesen Sextilaspekt ist das also hier längerfristig die Möglichkeit. Und dann ist der Saturn aber auch zusätzlich, das hatte ich auch, glaube ich, gestern oder vorgestern schon erzählt, hat er ja auch die positive Verbindung zu Sonne und Uranus. Und das ist hier das Quintil. Und das beschreibt also auch hier die Möglichkeit, jetzt Strukturen über Veränderungen zu schaffen. Oder halt auch, wenn es natürlich in dem Fall, oder wenn wir das nochmal auf dieses Beispiel münzen von dieser Befragung, diese Unabhängigkeitsthematik oder die Frage der Unabhängigkeit in Bezug auf Führungskräfte, die kann dann hier recht ja, elegant, will ich mal sagen, umschifft werden. Also generell steht es insgesamt auch hier für Prüfungen oder für Strukturen, wo man hier etwas auch über ein Talent in die Wege leiten kann. Es ist so, dass man hier finanzielle Veränderungen auch in diesen Tagen erleben kann. Auch weiterhin kann das eine Thematik sein. Und ja, daneben kann es natürlich auch zusätzlich körperliche Veränderungen weiterhin beschreiben. Also zum Beispiel die Möglichkeit hier zur Gewichtsabnahme besonders, weil der Saturn für Reduktion steht und das hier günstig verbunden ist. Und der ja die Sonne im Zeichen Stier natürlich auch gerade besonders die Materie oder das Körperliche beschreibt. Ansonsten kann man sich jetzt auch verschlanken, also in Bezug auf irgendwelchen Bestand, den man hat. Also Bestände, dass man irgendwie vielleicht sein Interieur verschlankt, also dass man schaut, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr. Sowas könnte das auch sein. Und daneben ist es halt auch so, dass hier natürlich unerwartete Ereignisse mit Sonne Uranus weiterhin eine Thematik darstellen können, dass es hier vielleicht auch stressige Situationen geben kann. Und dann zusätzlich haben wir jetzt heute auch noch, also das ist hier im Mitternachtshoroskop noch nicht ganz der Fall, aber der Mond wechselt dann früh morgens in den Wassermann um 4 Uhr in der Nacht und bringt dann also zusätzlich diese Wassermann-Thematik über den Mond. Also die Sonne steht ja beim Herrscher vom Wassermann, dem Uranus, und der Mond befindet sich dann im Zeichen Wassermann ab 4 Uhr in der Nacht heute, durchquert dann den Wassermann und beim Eintritt in den Wassermann trifft er hier auf Pluto, auf den rückläufigen Pluto. Und das kann sein, dass jetzt quasi gerade die Emotionen betroffen sind von Abhängigkeiten, von Verbindungen, von Leidenschaften, Eifersuchtsthemen. Und dann ist das Ganze auch in Spannung zu Mars. Die zunehmende Spannung zu Mars spielt hier eine Rolle. Also von Pluto jetzt natürlich auch. Und der Mond aktiviert das Ganze halt auch. Und das Ganze auch noch in Spannung zu Jupiter hier. Dementsprechend hat man hier ja vielleicht eine Fülle an Ärgernissen, die die Familie betreffen, die ja Verordnungen in Bezug auf die Heizthematik in dem Wohnen, überhaupt der ganze Immobilienbereich, also diese Wohnsituation, das kann hier in der also krisenbehaftet sein. Und ansonsten auf der emotionalen Ebene, auf der Beziehungsebene beschreibt es halt hier starke Leidenschaften aktuell. Und das kann auch unter anderem mit Entfernung zusammenhängen, weil der Jupiter halt hier beteiligt ist. Das kann zusammenhängen mit Reisen. Das kann auch sein, dass man hier einfach Gefühle hat für jemanden, der aus dem Ausland kommt oder der weiter weg wohnt einfach. Es kann sein, dass man hier Gefühle für einen Schützen hat oder in Gefühle im Zusammenhang mit einem Skorpion oder mit einem Widder. Das wäre auch denkbar. Und ja, der Mond im Wassermann hat natürlich auch immer den Wunsch hier nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach neuen Erfahrungen und bringt also hier wirklich eine etwas stressige Zeit, aber vielleicht auch frischen Wind. Und dadurch, dass wir hier den Mond im Wassermann dann haben heute und die Sonne dicht bei Uranus, ist es halt wirklich eine sehr, sehr aufgewühlte Energie. Also die beiden Hauptlichter, Sonne und Mond, quasi
in Verbindung oder im Zeichen hier, beziehungsweise mit Zeichenherrschaft vom Wassermann, sind das hier natürlich sehr, sehr unberechenbare Energien, aber halt auch eine sehr originelle Zeit, eine sehr exzentrische Phase könnte das darstellen. Eine revolutionäre, rebellische Zeit auch. Ja, dann haben wir noch weiterhin die Venus hier in Verbindung mit dem Mondknoten. Das ist natürlich eine schöne Energie, die hier angenehme Kontakte beschreibt, Liebesbeziehungen beschreibt, die hier Begegnungen mit Schwester oder Tochter oder Tante bewirken kann. Es kann sein, dass man hier ja zu Hause Begegnungen hat, die mit Verschönerung zusammenhängen kann, zu Hause jemanden einlädt, weil der Mondknoten ja immer noch hier am IC sich befindet, dem Bereich des Zuhauses, der Familie. Und die Vergangenheit spielt aktuell halt auch eine große Rolle und das hier auch in Spannung zum Asteroid Liebe. Also sehr stark diese Thematik von Eifersucht, von vergangenen Beziehungen, von Loslassthemen, weil der Aszendent ist ja hier im Zeichen Jupiter und der Jupiter hier dicht am IC und im Zeichen Widder. Also man kämpft für seine eigenen Überzeugungen, man geht hier oder möchte hier eigentlich neue Wege gehen und dafür als Ergebnis der MC im Zeichen Skorpion möchte hier loslassen und bezeichnet auch die Krise, die Wandlungsprozesse und bringt hier mit dem absteigenden Mondknoten vergangenes Karma in diese Zeit. Der bringt hier vergangene Beziehungen, wie gesagt. Und diese Thematik von Beziehungen ist natürlich auch sehr stark betont durch die Venus hier in der Begegnung und auch durch den dunklen Mond hier im Haus der gemeinsamen Beziehung und des körperlichen, also auch der sexuellen Energien hier. Und mit dem dunklen Mond hier sind das also auch wirklich so Intrigen, die hier eine Rolle spielen. Es kann sein, dass man hier intuitiv sich mit der Thematik der Beziehung auseinandersetzt. Es kann sein, dass man hier auch übers Ohr gehauen wird, was die Finanzen betrifft. Also das ist hier auch eine schwierige Thematik gerade aktuell. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, dann sind wir eigentlich auch so weit durch. Also gemeinsame Werte oder Werte, Finanzen sind also auch sehr stark betont durch diese Finanzachse hier, die durch den Mond betont wird und durch den dunklen Mond. Und das betrifft natürlich auch die Finanzierung vom Wohnen, das gemeinsame Wohngeld vielleicht auch. Also das kann hier auch eine Thematik sein oder dass die finanzielle Situation des Partners gerade schwierig ist. Das wäre auch denkbar. Es sind natürlich wieder viele verschiedene Facetten, die hier denkbar sind. Ja, dann wünsche ich, dass du gut durch diesen Donnerstag kommst. Wenn du wissen willst, wie es bei dir genau ausschaut, dann kannst du mich gerne über das Kontaktformular anschreiben. Da findest du den Link hier unter dem Video. Es gibt aktuell noch 20% auf die Sternstunde. Da kann ich nur eine Empfehlung für aussprechen, weil es eine super Investition ist. Und ansonsten, wenn du magst, dann schreib mir gerne einen Kommentar oder gib mir hier ein Like für mein Video. Oder ansonsten, ja, wenn du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Und ansonsten sehen bzw. hören wir uns morgen dann wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.